Hi YouTube, was geht ab? Es ist mal wieder soweit, das legendäre Papa-Platte Rap Battle ist zurück. Die Leute hatten 2 Monate Zeit, die besten Diss-Tracks gegen mich einzusenden, die machen können. Das Ganze war wieder unfassbar dämlich. Wenn ihr wollt, dass ein Part 2 kommt, dann spammt in den Chat die 1. Also da würde ich dann die 2 spammen, Bro. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lehnt euch zurück, holt euch ein bisschen was zu essen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das nächste ist von Jan3008. Papa Platte, du bist ein Bastard, deine Tracks sind alle nur Lacher. Bist du ihr, was das für eine Scheiße? Try my trap, das ist eine Beichte. Kevin, Papa Platte oder Quentin, was auch immer. Du bist am Ende der Keck, der es nur wegen Geld macht. Hast 1 Million, nimm Depot, doch rockst trotzdem nur Schrott. Und dein Minecraft-Projekt, niemand hat beliebt. Jeder wusste nach 3 Tagen, dass du es liebst. Jetzt noch dein scheiß Rap-Battle, was denkst du dir dabei? Wieso lässt du andere deinen Job machen, du Schwein? Ja, Jan, also ich fand das auf jeden Fall sehr witzig. Da war sehr viel Fun drin, ne? Krieg von mir 7. Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der künstlerischen... Ach, kein Bock zu lesen, scheiß auf. Wir gucken's einfach. 1000 Euro dafür, dass ich Kinder auseinandernehmen. Du denkst, damit kriegst du Viewer, Bro, ich würde mal lieber offline gehen. Dir schauen 20.000 Kinder zu, doch dir fällt nicht sein aus, ein Hoden-Preview. Hör mal auf, Philipp. Ein Hoden-Preview. Frauen wie Marsha Gucci, Sand am Strand. Für dich ist doch nur das Loch oben und unten relevant. Ja, Mann, Real-Rap. Du bist am Stinken, brauchst deinen Lüfter in deinem Zimmer. Geh mal lieber offline, am besten für immer. Wir machen mal eine 7,5, Bro. Das war echt funny. Oh, Mann. Der Username, der das eingeschickt hat, ist Tim Jacken. So scheiße, ey. 3 Uhr morgens und ich fick den fetten Pussy. 4 Uhr morgens, Sensus, 10K auf schwarz. Deutscher Bro. Kiss, 5 Uhr morgens, Hentai von Cars. Fette Kurven und du gefahren. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Leute, ich muss kurz 5 Minuten Pause machen. Ich bin gleich wieder da. Bro, Tim, versteh mich nicht falsch, aber wenn einer von uns beiden nicht ranten darf über Klicks auf Nacken von anderen, okay, dann ist es dein fucking Channel, Bro. Digga, Lil Bro ist gar nicht self-aware. Du gönnst immer dem Mossad, jeder Step ein Wichser. Ja, das ist actually true. Ich glaube, ich bin wirklich ein Wichser, ja. So wie Hitler. Okay, okay, das ist okay. Holy shit, Bro. Holy shit. Hold up, Bro. Hold up. Für deine Gammel-Tracks, da schämt sich sogar Tubo. Du wannabe UFO. Echt ein Banger. Dummer Streamer frisst den ganzen Tacken und Duplo. Ich steche. Na, to be honest, Duplo ist kein damit. Und für deine Freundin bleib ich Nummer 1, so wie Uno. Boah, stark. Stark. Digga, mochte ich actually. Mochte ich actually. Ey, Tim, wir machen mal hier eine aktive 8 rein. Sehr geil. Vielen Dank fürs Einsenden, Bro. Alright, let's go. You got a limo? Papa Platte find ich kacke und das meine ich leider ernst. Ich bin jetzt seit 5 Jahren dabei, doch du brichst mein Herz. Ah, hier wurde sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben beim Video. Die guten Jahren, Klassiker. Bin jetzt seit 5 Jahren dabei. Mega geil, Digga. Früher warst du lustig und früher warst du cool. Cap. Das Einzige, was sich verbessert hat, ist die Frisur. Ja, die war früher noch schlimmer, I guess. Tick-Tack, die Zeit läuft ab. Papa Platte, du bist bald wieder irrelevant. Ah, sag das nicht, Bro, sag das nicht. Das kann ich nicht verkraften. Hey, one just chatting streamer. Nix geändert seit 4 Jahren. Aus arrogant geworden, abgehoben, asozial. Von früher, Kevin, ja, du warst normal, aber was aus dir geworden ist, das ist echt fatal. Tick-Tack, die Zeit läuft ab, Papa Platte, du bist bald wieder irrelevant. Es ist in unter 2 Minuten, Papa Platte ist ein Streamer, aber keiner von den guten. Ich finde, das Einzige, was dem Song so fehlt, ist auch wieder so ein bisschen mehr, es hätte noch 1, 2 so härtere Lines haben können, so, wo man so sagt, oh fuck, okay, der hat mich gefickt. Ansonsten sehr geil. Ich glaube, ich gebe ihm 8. Und wir kommen zum nächsten, Tobi. Bin auf der Song, wenn ich sehe, du machst Songs, Papa P. Kleiner Lauch, ich esse dich auf, ruf mir Bon Appetit. Körpergröße 1,30 Meter. Bruder, ich bin 1,78 Meter groß, Junge. Was für, jetzt wird immer kleiner, was für 1,30, Digga. Profi NPC. True. 100 Euro, wenn du 5 Minuten kein englisches Wort sagst. Easy, dein Schwanz ist größer als dein Wortschatz.
True, true. Du zeigst jedem deine Nudel, ja, da muss kein Urologe sein. Alter, keine Liebe, mit dir hat es niemand gut gemeint. Hotline bling wie die Drake Line, niemand will ein Friend sein. Freund, ja, der kennt ein Kevin Wicks auf Hentai. Naja, das ist Cap, Bro, das war Hugo. Ich weiß, du hast ein paar Subs, aber sonst nichts geleistet. Das war eigentlich gut, Bro. Ich glaube, das war mein Favorite bisher. Der war, ich mochte den. Jetzt ist es von Richie oder so. Psch, psch, psch. Hey, 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 Kevin. Okay, jetzt geht nach vorne, glaube ich. Fick dich. Wer ist diese Schlampe mit ständig neuem Haar? Das muss wohl ich sein. Papa Platte. Yo. Wer liebt seine Fans nur wegen Geld und Macht? Papa Platte. Du hast dich einfach verkauft und Chat, wenn ihr mir vertraut. Bitte nicht machen, Chef, bitte nicht machen. Alter, vertraut nicht diesem Mann, der erzählt den kompletten Quark hier. Dein Kontostand ist schwerer als Schwibbeli Schwabbi-Reezy. Bro, was hat Rätselmann gemacht, dass er mit Schwibbeli Schwabbeli Reese geshoutoutet wird? Bro, der arme Junge. Ich könnte kotzen bei einem Kochstream von dir, bevor du Hundes von mir was servierst. Bro, meine alles, was ich in den letzten Kochstreams gemacht habe, war echt lecker. Wer ist diese Schlampe? Oh, die Hook haut rein. Papa Platte. Wer liebt seine Fans nur wegen Geld und Macht? Papa Platte. Digga, das war geil. Das mochte ich. Das mochte ich, das mochte ich. Das hätte vielleicht noch ein, zwei so Diss-Track-mäßige Sachen vertragen können. So Line-Type-Beat, aber das war geil. Alright, wir kommen zum nächsten. Das nächste ist von Hans Bounty. Ich sag euch ehrlich, ich erwarte nichts Gutes. Digga, was geht jetzt ab? Das letzte Mal vor 4 Jahren vom Mediamarkt. Nochmal danke für die 25 Euro PaySafeCard. Bro, er war der Guy? Der war auch krass letztes Mal. Der war nicht bad, ich erinnere mich. Nochmal danke für die 25 Euro PaySafeCard. Damit hat mich nix von Mixmaster gespart. Oh. Und du glaubst, dass du den ersten 1K ausreichst. Hast selber Tricks gemacht. Digga, Hans, du siehst aus wie 40 Jahre, Bro. Ist ein bisschen so, als hätte mein Vater was eingesendet, Junge. Geile Einsendung, Bro. Ey, viel Liebe, no joke. Viel Liebe, Mann. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Geile Einsendung, Dog. Ich gebe hier eine 9. So, das nächste hat keinen Namen und hat auch keinen Kommentar. Oh nein, oh nein, oh nein. Mach dich nass, Freddy, mach das, was du nicht schaffst. Seh ich dich nochmal, ja, dann klatsch. Du setzt dein Hoodie auf, läufst durch Nacht, wie ein Penner das halt macht. Und ich scheiß auf dein i8. Nein, ich scheiß in dein i8. Ja, nee, du hast da selber das, schon reingeschissen. Ja, genau. Oder? Du hast halt in deinen verfickten Sport i8 geschissen. Hab ich du gemacht. Inkontinentes Schwein. Ich glaub, du brauchst Windeln. Content so goofy wie Amazon Kindle. Ich werde dich finden. Kevin, jetzt hör auf, mein Kontinent zu schwindeln. Und wenn wir wollen, lassen wir dich verschwinden. So wie die Ehrlich-Brüder. Wir sind nur ehrlich, Bruder. Du bist ja Bärmlich-Bruder. Du bist ein derber Loser. Du bist ein Digga, Bars, Bro. Die Ehrlich-Brothers-Lines da, die waren krass. Das war gut, das mochte ich. Das kriegt eine 8. So, dann hat Vido hier geschrieben, zu seinem Track ist genauso wack wie Kevin's Streams. Okay, stark. Ah, Digga, ja, da ist schon dieses Overlay, Bruder. Was ist das? Was ist das? Moin, Chat. Moin, Kevin. Moin. Ich hab einfach Audacity gestartet. Okay. Und ich hoffe sogar, ich übersteuere, damit Kevin's Trommelfell nochmal explodiert. Danke, Mann. Übel korrekt. Übel korrekt. Danke, Mann. Spaß. Danke. Ja, dir auch. I guess. Tu so, als wäre im Discord. Kevin, wie hast du eine Freundin? Du hast auf deinem Desktop zweimal League of Legends. Fucky, fucky. Wait, das ist so mein Desktop? Oh mein Gott, ja, warte mal. Fucky, fucky, Wieland. Oh. Kevin ist ein Niemand. Oh, schaut man seine Streams, oh, merkt man, shit, dass er das verdient hat. Oh. Fucky, fucky, Wieland. Oh. Kevin, du Verlierer. Deine oh. Takes sind so useless wie dein Branding mit Rasierern.
Mach's einfach. Ey, chill mal, ich will meine Gillette-Partnerschaft nicht verlieren, Bro. Ihr seid die besten Gillette. Mach's einfach wie Wieland. Stream einfach für niemand. Denn dann gibt es keine Leute, die dich hassen, so wie wir, Mann. Ich weiß, es hat sich gehört, Mann. Ich liebe deine Streams, Mann. Bitte mehr mit Basti und weniger mit dir. Denn dann werden meine 30 Monate Sub nicht ignoriert. Bro, das war echt funny. Das war echt funny. Fick dich, Latten-Sepp. Fick dich, Latten-Sepp. Bro, das ist sehr, sehr funny. Sehr, sehr funny. Ich hab das Gefühl, 8 ist vielleicht zu gut, aber es ist irgendwie, ich find's sehr nice. Alright, das nächste, oh nein. Das ist da wieder kein Name und kein Kommentar. Das ist kein gutes Zeichen. Oh mein Gott, nein! Bro! Digga, ich hab mit Richter geschrieben und er meinte so, ich hab nicht so viel Zeit. Digga, er hat mich straight up angelogen, dieser Hund. Mein Junge dachte, dass ich weg bin, dass die Streaming-Zahlen nicht echt sind. Doch die Wahrheit, der Erste war nicht mal Wrestling. Zeig dir heute einen Richter, wenn er mal Stress will. Ekelhaft, wie wenn Homies mit deiner Ex chillen. Kevin sagt, wieso sollen wir dich battlen? Ach ja, das sieht die ganzen Kiddies an, get on my level. Versteh nicht wirklich, warum du gerade danach battlest. Doch vielleicht willst du in Rente gehen wie Vettel. Heute wird es hässlich, also Papa setz dich. Ich rette dein Content, weil die anderen machen Wack Shit. Ja verdammt, du kennst mich, ich war immer menschlich. Doch du hängst mit Lappen ab und redest was von Gangshit. Kevin, tut mir leid, bless RNG, Dick, das ist Teil 2. Boah, hartes Intro, Digga. Krass. Digga, wer ist der? Ja, moin. Dass ich dich wieder ficken darf, hab ich doch fast übersehen. Doch sah auf Twitter deinen Post und hab nicht lang überlegt. Der erste Teil war nur ein Punch, den hast du Schwanz überlebt. Und deshalb kriegst du heute meinen reingerammt in dein Face. Was ein Opfer, liefer eiskalt ab wie Froster. Ich renn vor den Korps weg, wie du vor deinem Boxkampf. Hoppla, du machst bei Sponsoren einen auf Sportler. Doch deine Masche stinkt wie meine Socken von dem Vortag. Nochmal, kommst du nicht so einfach davon. Du machst zwar family-friendly Content, doch ziehst live an der Bon. Für dich. Stell dir vor, wir würden jetzt in dem Video hier einen Froster-Play mitmachen, Digga. Das wäre überhart. Froster, falls ihr das Video sponsern wollt, meldet euch. Wäre übergeil. Schau, du bist ein Beispiel, wie man Fans um ihre Knete bringt. Zum Erbrechen, so wie Elden Ring. Jetzt oder nie. Stress und kein Peace. Krank! Wer kümmert, wie viel Cash du verdienst. Du kennst das Gefühl, wenn sich die Brechstange biegt. Drück den Track auf für Beat. Holy shit. Bless RNG. Zwei. Jetzt oder nie. Stress und kein Peace. Kevin, halt die Fresse, denn das Brett scheppert mies. Boah, bin ich mit dir fertig, brauchst du Keck-Therapie. Drück den Track auf Repeat. Bless RNG. Wer hat sein Steak nicht bezahlt? Der Platte. Wer wird gerne leben wie die Stars? Der Platte. Wer ist immer down, wenn Dominik einen baut? Wer kriegt nie genug? Okay, ganz kurz, ich war bei dem Steak-Ding nicht dabei. Ich möchte kurz nochmal sagen, okay? Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich mein Steak bezahlt. Ich war nicht dabei. Halt die Klappe, deine neue Freundin war nur ein strategischer Move. Damit sich Männer besser fühlen, die so aussehen wie du. Kevin bettelt um Vergebung. Geh mir nicht auf die Eier, denn heute brech ich den Teller wie bei einer griechischen Feier. Sagt der Restaurantbesitzer zu Mascha, sie soll den Teller waschen. Liegt es nicht daran, dass sie kein Geld mehr hatte? Du denkst, what the fuck, wie die Kondome, die du selber nicht nutzt. Reise zurück in der Zeit und schenk sie deinen Eltern zum Schutz. Nein, jetzt ernsthaft. Du bist gerade am Lachen, doch in Wahrheit zieht sich runter wie die Schwerkraft. Boah. Es geht nicht ums Geld, aber renn zu deiner Mami. Du bist voll der Allmann, aber redest wie ein Ami. Jetzt oder nie, Stress und kein Peace. Ja, krank. Bin ich mit dir fertig, brauchst du Keck-Therapie. Ja, GG, ich glaube, ich weiß, wer gewonnen hat. Digga, krank, Bro. Welches Jahr haben wir? 2017? Holy shit. Krank. Digga, so ein Arzt, Mann, no joke. Ey, viel lieber den Mann. Yo, ich geb ihm eine 6. Mann, Digga, als ob mein Bewertungssystem so Arsch ist. Chill mal. Geil, das ist, also da no joke, das ist eine 10 einfach. Viel Liebe fürs Einsenden, Bro. Geil. Wer jetzt auch immer danach kommt, ist gefickt, Bro. Real Rap. Das nächste ist von Chaos Gaming Melone 44. Er hat einfach nur reingeschrieben, Bier, oh du köstlicher Tropfen der Freude. Bier, oh du köstliche. Was kommt jetzt, Bro? Das Beste an den Streams ist, wenn mein Vater das Internet ausmacht. Ausmacht. Bruder, bin ich angelegt. Kevin hat so eine Handfresse. Was ist das für eine Psychose, Digga? Alter. Und wenn es etwas gibt, was ich brauch,
kann das nur ein kaltes Bier sein. Was und passiert wenn es etwas jetzt? Gibt, was ich brauch, kann das nur ein kaltes Bier sein. Also man kann sagen mit dem Song, was man will, aber man bekommt Abwechslung auf jeden Fall. Also no joke. Das war's auf jeden Fall mit unserem Rap-Song. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und Kevin, du bist auf jeden Fall ein richtiger Lutscher. Digga, wer sagt denn Lutscher als Beleidigung, Bro? Das habe ich ja ewig nicht gehört. Das Gesamtpaket ist so ein Haufen Scheiße. Ich lieb's komplett, Bro. Das kriegt von mir auch eine 7 aus 10. Sehr lustig. Digga, okay, ich check die Anspielung, ja. Gib mir nun ein Beat und ich bekomme Lust. Okay. Zerlege dich am Mic auch ohne Kuckri-Klinge. Wenn deine Jungs nur wüssten, wen sie unterstützen. Liebe Grüße in die Welt, das wünscht dir 100 Mücken. Ich bin Rapper, heißt ich trage den Tod auf Zunge. Was für wild ist, du schaffst nicht einmal den Großstadtdschungel. Nach dem Track siehst du Papa wieder Teller spülen. Du bist. Ja, yeah, true, hört sich ein bisschen an wie Richter. Dieses Brett ist eine Handgranate. Meine Kampfansage, selbst beim Sex machst du Speedruns. Könnt ihr Marsha fragen, sag mir. Bro. Hold up, ich bin nicht so quick, okay? Es reicht für 10 Minuten, manchmal 5, aber 5 ist, Digga, 5 sind auch ausreichend manchmal, chill mal. In den Wäldern siehst du Kevin oben ohne Posen, hier ist Schutz nicht gegeben, wie bei What the Fuck Kondomen. Jede Zeile löchert dich wie ein Golfplatz, du bist kein Streamer, du bist voll. Talent nicht anzutreffen, oh, so wie Kevin das bei das V-Wort, da ist jetzt er. Gibt's voll. Digga, ihr habt Domo? Talent nicht anzutreffen, Bro. So wie Kevin bei seinem Boxkampf. Jetzt gibt's voll Kontakt, alle on back. War eine harte Phase zwischen Marsha und Cindy. Seven vs. Wild, höchstens 5 gegen Willi. Gib mir 2 Minuten Zeit, drück auf Play und ich kill sie. Seven vs. Wild, du machst 5 gegen Willi. Wenn Spendi dir das nächste Mal einen Kick. Digga, Spendi ist im Video. Wenn Spendi dir das nächste Mal einen Kickflip zeigt, warte ich an der Pipe mit deinem 619. Zeig mir einen aus ein Eil, der dich am Mic zerreißt. Tut mir leid, Kevin, aber die Zeit ist reif. Krass, erinnerst du dich? Alter! Digga. Als ob du mich nicht erkannt hast. Sorry, Kevin. Digga. Ach so, jetzt check ich's. Er ist der Typ, Bro. Er ist der Typ, der dieses Ding hier hatte bei dem Richter-Distrack. Oh mein Gott. Jetzt check ich's erst. Bro, das war krass. Wir hatten schon krasse Sachen, aber das hier war ein Diss-Track. You know? Danke für die Einsendung, Bro. Gute Arbeit, Mann. Hi, Kevin. Dies ist ein lyrischer Anschlag auf dich. Ey, yo, Kevin. Ich wollte dir eines schon immer mal sagen, Mann. Ich baller Aspirin vor jedem Stream, weil ich dich sonst nicht ertragen kann. Will nur mit dir befreundet sein, damit ich dich schlagen kann. In CSGO natürlich, was ne Frage, Mann. Oder? Wenn ich das Ding hier hol, gehen dir die Lichter aus. Ich nehm die 1000 Euro mit nach Hause. Ah, keine Sorge, du holst das Ding nicht. Da muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. war decent. Wir machen mal eine 7 hier rein. Der Song heißt Goof Lord von Mopi X Fragezeichen. Wer ist Fragezeichen, Bro? Bridge, ja, eine Villa auf den Hills. David gibt dir Tipps und du lernst schnell von seinen Skills. Eine Gottheit war dir doch bis dahin ganz egal. Ein Lüfter von den Straßen kam für dich niemals zur Wahl, Domo. Kevins Leben wird beendet. Au. Ey, Bruder, stell dich mal hier hin. Hier ist gerade Golden Hour, Digga. Sieht voll fresh aus. Wusste immer, dass du ein Naturbusche bist. Doch bei Sam. Okay, kommt jetzt der Fragezeichen-Feature-Part? Ja, du dich nicht. Muss nach dem ersten Tag wieder gehen. Wer ist das Fragezeichen-Feature? Die Tresor waren leer, auf Wiedersehen. Was ist das? Neo-Bits, Bro? What the fuck? Und jetzt kommt Basti von der Seite. Ja, sorry, Mopi. Basti hat Besseres zu tun. Ja, dann scheiß drauf. Lass aufhören. Stegi, Bro. Oh mein Gott, Bro. Hart, olle Stegi, Junge. Einfach ein Stegi-Feature. Das war ein guter. Ich mach eine 8 hier. Alright, das nächste ist von Preemt. Okay, das nächste ist von Kuzi, Bro. Big Fan, keep it up. Das ist wieder so ein Beat, wo der Rückspiegel wackelt, Junge. Okay, aber finde ich interessant. Boah, das frage ich mich auch, ne?
Wenn, also wenn Marsch und ich halt mal ein Kind bekommen, Bro, wie sieht das dann aus? Ich hätte das Gefühl, das wird so ein richtiger, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wenn ihr das seht, wäre das mega weird, aber ich glaube, das wird so ein richtiger Bengel. Ich glaube, der wird richtig komisch oder die wird richtig komisch aussehen. Liebe Grüße, ich bin dein Dad. Solche Musik hört Basti, Digga. Junge, wenn er durch seine Crib fährt. Okay, pass auf. Ich fand es geil, aber es hat sich nicht so angefühlt wie so ein Diss-Track, you know? Es hat sich angehört wie ein normaler, also so, der Vibe war mehr so, es ist ein normaler Track. Checkt ihr, was ich meine? Aber ich würde ihm trotzdem so eine 8,5 geben. Ich fand das trotzdem was Geiles und ich fand auch geil, dass wir so einen anderen Style wieder haben. Ich sag das Gefühl bei jedem Song. Aber ich finde es nur schon geil. Also ich glaube, wir hatten noch nie bei dem Rap-Battle, bei den letzten zwei auf jeden Fall nicht, so viel verschiedene Styles. Das ist sehr geil. Danke für die einzelne Kusi. Kuss. Das hier ist von Jido Wu. Ich glaube, das ist ein Longtime-Viewer. Tut mir nicht leid, es ist vorbei. Alles, was bleibt, ist ein Schrei der Verzweiflung. Kevin, google, schau mal, wie man Insolvenz schreibt. Tut mir leid, es ist vorbei. Tut mir leid, es ist vorbei. Boah, Alter. Nix, was what bleibt, the fuck? Ist der Hype. Kevin, holy google, shit. Schau mal, wie man Insolvenz schreibt. Alles, was bleibt, ist ein Schrei der Verzweiflung. Ey, was ein Glück. Simone hatte nur einmal so eine Fehlgeburt. Jetzt ist Ende mit Pain. Ende mit Löhnen. Kevin, komm, ich nehm dich mit auf jede Tour. Dann kannst du dich zum dritten Mal ins Vanlife gewöhnen. Also pack mal deinen Koffer und wir färben deine Haare rot. Ein Schlag auf deinen Kopf und du fliegst weg wie bei einer Kragersohn. Egal wie schnell du bist, da hilft kein Speedrun-Impuls. Du bist nach dem Part so Pussy wie ne Niederli-Ult. Nix für Kinder nach dem Bett. Digga, null ist so geil. Ich glaub, Big Teil 2, das ist Kevin vs. Wild. Ist die Pussy deiner Freundin und zerfleißt dich auf Beat. So viel wie ich fresse, könnte man meinen, ich bin Reese. Timeout! Bro, holy shit! Lass mal mein Bruder in Ruhe, holy shit! Kevin, google, schau mal, wie man Insolvenz schreibt. Alles, was bleibt, ist ein Schrei der Verzweiflung. Geil! Auf jeden Fall sehr stark, Bro. Das war musikalisch auch geil. Ich mochte die Lines aus der David Reese, Bro. Die hat mich gekillt. Ich glaube, das ist eine 9. Ich will vorsichtig sein mit 10, Freunde. Da bin ich lieber verteidigt, ich habe mir eine keine. Alright, das nächste ist von Feppy. Gewinn bringt nichts, Audi nach Dreh kaputter. Das ist ein Kommentar. Was kommt jetzt, Bro? Bro, ich hab mit was viel, viel Dunkleres jetzt gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt so Bushido-Shit, Bro. Auf einmal kommt er rein, Bruder. Kevin versucht, über den Tellerrand endlich hinauszublicken. Doch mit 1,78 Meter muss er Estris um Hilfe bitten. Wer ist er mit der Pferdemaske? Bro. Digga, wer ist er? Digga, wilde Moves. Holy shit, Digga. Bruder, nimm dem Pferd bitte die Knarre weg, Junge. Was geht da ab? Ist auf jeden Fall ein Vibe. Ich finde, man checkt voll, dass es so Homies sind und die hatten so mega Fun beim Machen von dem Video. Checkt ihr, was ich meine? Das finde ich übelst cool. Bro, das ist eine 7, würde ich sagen. Aber sehr geil. Liebe Grüße. Bei der nächsten steht, habt ihr eine Datei über WhatsApp geschickt? Kein YouTube-Link. Puro Freestyle Feed Philo. Ach du Scheiße. Jetzt geht's ab. Einfach Bro im Windows Medienwiedergabeprogramm. Na moin, Alter. Kurze Frage, was wäre das Problem gewesen, das jetzt ungelistet auf YouTube hochzuladen? Seid ihr dumm? Das haben 118 Leute hinbekommen. Hey Lena, ich bin's Kevin, ich brauch Toilettenpapierhilfe. Und außerdem wachsen in meinem Streamingzimmer Pilze. Hey Tim, ich weiß, es ist schon 3 in der Nacht. Bitte plan für meine Freundin morgen Heiratsantrag. Hey Siri, bitte schreib meiner Mann, wie viel Geld hab ich auf Konto. Ich hab keine Ahnung, wer das ist, aber hab Meet and Greet mit Alonso. Ich mach Thumbnails wie Simon Desu 2013. Früher war das noch ein Spaß, doch jetzt seh ich Zahlen steigen. Ist das ehrenlos. Deine Freundin kommt nie zum Ende wie das Minecraft-Let's Play. Bei Lieferando hast du mindestens schon 3-mal bestellt. Allein heute. Reit. Ja, einmal bis jetzt. Wo wärst du heute? Juno. Sag mir, wo wärst du ohne Reese jetzt? Du hast gar keinen Private-Trainer oder wo ist dein Bizeps? Mach nochmal halbes Jahr eine Pause, nenn es Mental Reset. Ich setz mich auf dich drauf und dann hab ich mit deinem Glied Sex. Du Opfer, du hast Hugo deinen Schwanz gezeigt. Und in deiner Freizeit hörst du allen Mai Kante reiz. Und das alles ist dann...
Bro, was sind diese Adlibs, Bro? Philo, was ging da ab? Du Opfer, du hast Hugo deinen Schwanz gezeigt. Und in deiner Freizeit hörst du allen Mai Kante reiz. Und das alles ist dann doch schon ein bisschen peinlich. Ich hab 17 cm, bitte komm mir nicht mit Schwanzvergleich. Weil deine Tastatur sieht aus wie die Vorhaut von Hugo. Boah, holy shit, Alter. Ich hoffe nicht, dass Hugos Vorhaut so aussieht, weil das ist ja ein bisschen, sag ich ehrlich, naja. Aber ich sag auch ehrlich, die Vorhaut von Hugo sieht vermutlich auch nicht geil aus. Also, wahrscheinlich ist es actually true. So, ich habe alle deine Vlogs getragen und zwar ähnlich so wie Schuhsohlen. Ich würde nicht sagen, dass Phil und meine Vlogs getragen hat. Und ohne Lena. Ich weiß es, du wärst allen höchstwahrscheinlich ziemlich egal. Scheißegal. Vor den beiden war dein Content Käse so wie Väter. Ich komm zu dir nach Königs Wusterhausen und ich schwänger deine Väter. Deine Küche sieht... Ich hab nur einen, Bro. Das Einzige, was goofy an dir ist, sind deine Schneidezähne. Da fällt mir gerade was ein, was wirklich ziemlich peinlich wäre. Und zwar, wenn du grillst auf deine gelben großen Beißer haust. Wenn ich mich bewege, nennen Leute das den Eierlauf. Das Ende, Digga. Ey, Junge, ist das scheiße. Jella und Philipp, Bruder, ich küsse doch eure Augen, Mann. Ich küsse doch eure Augen, herrlich. Wir machen 9,5. Freunde, das war der erste Teil. Es kommt demnächst der zweite. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!